Ich möchte Sie herzlich hier im Schloss Orth zum ersten Machfelder Agrartag begrüßen. Ziel des Machfelder Agrartages ist es, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, in einem schönen Ambiente einen angenehmen und vor allem informativen Tag zu verbringen. Und nutzen Sie auch die Chance, mit wirklich allen Firmen hier zu sprechen, denn es sind wirklich sehr, sehr viele wichtige Firmen aus dem Bereich Pflanzenschutz, Düngung, Saatgut hier. Mit dem ersten Machfelder Agrartag wollten wir eine Plattform schaffen, wo sich die Landwirtschaft und die Agrarfirmen treffen können, wo es interessante Vorträge gibt, um die Landwirte zu informieren über die Produkte und die Möglichkeiten, die bestehen für das heurige Jahr. Für mich war der erste Machfelder Agrartag der Firma Glatz ein toller Erfolg. Die Trends im Markt zu hören, wo geht der Stickstoffpreis hin, welche Pflanzenschutzmittel sind angesagt, wo müssen wir im Jahre 2012 mit rechnen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mein Name ist Franz Weidenauer und ich bin Mitarbeiter der Firma Lupa. Mein Name ist Hans-Jürgen Klasse, ich bin von der Firma Alzchem. Ja, grüß Gott, im Namen der Firma BASF, Pflanzenschutz. Ja, mein Name ist Andreas Tomaso. Mein Name ist Volker Kopp. Mein Name ist Peter Heimisch. Wir sehen, wir befassen uns schwerpunktmäßig mit Mikronährstoffen. Und Sie sehen hier eine Karte unseres Standortes. Wir sind aus der Nähe von Dortmund. Ja, wir haben die Teilnahme an dieser Veranstaltung als sehr positiv empfunden. Wir sind in der Tat ein sehr beratungsintensives Unternehmen in der Landwirtschaft und stellen seit den letzten Jahren zunehmend fest, dass die Ansprache der Landwirte sich wandelt. Wir sind heute mehr auf solchen Veranstaltungen aktiv als in der direkten Ansprache. Und gerade diese Veranstaltung hat uns sehr gut gefallen. Die Organisation war hervorragend. Das Publikum hat sehr gut mitgemacht. Es sind sehr viele hochkarätige Landwirte da gewesen, die auch viele Fragen gestellt haben. Insofern sind wir rundherum zufrieden mit der Entwicklung dieser Veranstaltung. Und das war ein Jahr, in dem es wirklich irrsinnig viel produziert wurde. Wir wissen alle, was die Preise gemacht haben in dem Jahr. In diesem Jahr, die Getreideernte im Europäischen Union ist etwas nach oben gegangen. Sie sehen, der Bedarf wächst im Europäischen Union auch, aber nicht so viel wie weltweit gesehen. Ja, der Treffer geht nach Franzensdorf. Und nachdem das heuer so toll funktioniert hat und wir so eine gute Rückmeldung hatten und so viele Gäste hier waren, es waren mehrere hundert, 400 insgesamt an der Zahl, wollen wir das nächstes Jahr gerne wiederholen und ich bin mit der ganzen Veranstaltung sehr zufrieden.